So, und da bin ich wieder. Ich bin jedenfalls sehr begeistert, dass meine Waffe irgendwie weg ist. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, warum. Ich habe jetzt einfach mal die hier gekauft. Mit der mache ich ganz so viel Schaden. Leider. Mit der anderen hatte ich 54.000 oder so. Aber, naja, egal. Ist jedenfalls etwas scheiße. Ich frage mich, wo die hin ist. Es kann doch gar nicht sein, dass die weg ist. Ich habe Geht doch mich gar nicht. ganz mit dem Abenteurerleben Ich versucht. muss die ja dann Das weggeworfen war haben oder nichts für irgendwas. mich. Das ist Zu ja viele eigentlich. Schmerzen, zu wenig Profit. Oder wurde irgendwas gepatcht, dass die Waffe weg ist, dass sie zu umbar war? Oder. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Und so fängt es halt wieder an hier. Zu bamsen. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Wir haben hier ein Level 67 Barbarin. Denke ich. Au, 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 au. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Hält mich. Fast gut, ich bin tot, okay. Ach Scheiße. Leute. Komm, wir leben wieder, bitte, 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 bitte. Ich glaube, es belebt mich niemand wieder. Oder doch? Warum das der für Damage macht? Zack, 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 tot. Jetzt die Explosion hätte mich spätestens mitgenommen. Wie viel Leben hat er? 33.000? Sehe ich das richtig? Hoffe. Ja, toll. Auf jeden Fall sehr toll. Und ich kack mir in den Arsch rein. Ich beiß mir in den Arsch, wenn die Aufnahme jetzt nicht aufgenommen hat. Also, oder Phelps nicht aufgenommen hat, oder wie auch immer. Ich habe vorher getestet. Es hat ja aufgenommen. Und so, aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch aufgenommen hat. Keine Ahnung. Ich hoffe ja mal, ja. Ach du Scheiße. Ja, die Monster hier sind noch relativ easy. Wie gesagt, so Herzassünden und von. Wie heißt er doch Fleisch? Ich hab gedacht, meine Waffe ist wieder weg. Ich mach gar keinen Schaden mehr. Haben die hier Monster. Wo ist denn. Irgendwo stand es doch mit der Monsterstärke. Na? Irgendwo stand es. Was ich jetzt auch toll finde, ihr seht, wann ich aufnehme. Ich lüge zwar eigentlich viel, wenn ich hier sage, ich nehme so und so auf. Bei Minecraft habe ich das ja schon oft gesagt. Nächster Tag, bla bla bla, und das ist 23.19 Uhr oder so. Da habe ich das ja dann schon öfters gemacht. Aber ja, ist etwas ungewohnt für mich. Ich weiß auch nicht. Obwohl, so ist, ob ich jetzt dann 23 Uhr aufnehme, 25 Uhr. Also 25 Uhr, ne, also um 1. Ist ja auch egal. Ich habe hier einfach mal die Waffe genommen, weil die Lebensdiebstahl hat. Ist vielleicht nicht so das Idealste. Weil es ist Zweihand oder Einhand? Zweihand? Keine Ahnung. Barbar, würde ich sagen eigentlich. Ja. Jedenfalls ist es hier mal ein riesengroßes Geschnetz und ich frage mich, wie das vorstellt mit 11 FPS, mit was ich da aufnehme. Wundert mich etwas. Also das Spiel an sich leckt ja nicht, also nur ganz leicht. Aber Raps zeigt hier 11, 12, 13, 14 FPS an. Finde ich etwas seltsam. Eigentlich sehr seltsam. Aua. Schlapp. Fass mich nicht an! Oh scheiße, hier ist dieses Vieh, dieses Korngeist-Ding. Die mag ich ja ganz besonders. Komm, sterb. Komm, den krieg ich tot. Okay, danke. Ah ja, diese Arkan-Dinger hasse ich. Das ist eigentlich so mein Arkan-Dinger, diese... Heißt denn doch gleich. Nein, dass das auf dem Boden ist, was dann unter einen spawnt, sozusagen, dieses Ruder. Das hasse ich und Roll. Also so die Combo. Das ist voll scheiße, da kannst du nicht weg. Dann kommen die Dinger. Und dann, wenn die Roll weg ist, dann ist man schon tot, weil... Ja, weil die Arkan-Dinger da sind. Ja. So. Ich weiß nicht, was ich hier bei... Ja, bloß, weil so erzählen soll. Keine Ahnung. Ich glaube, ich schaue hier auch auf jeden Fall nur eine Folge raus. So, das ist fast too much für mich. Mit Aufnehmen erstens, zweitens Rendern, weil ja der Computer ja wieder zu wandern, alles, ne? Ich brauche einen Computer auf jeden Fall. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also nicht das Wichtigste, aber hobbymäßig ist mit das Wichtigste. Das Zweitwichtigste. Erst kommt noch was anderes, was mein anderes Hobby betrifft.
Was auch nicht ganz billig ist. Oh oh. Ja, Mörser sind eigentlich auch scheiße. Eigentlich ist alles scheiße, was hier die Viecher machen. Ich mache hier einfach mal den hier. Das hier, wo es wird. Einmal hier spammen. Mal gucken, ob da was ist. Hier war nichts. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht mit diesem. Also das ist unser Skelett. Mit dem Lebensdiebstahl, was ich da gekauft habe. Scheiße, 500, 800. 800 Leben. Ich habe ja nur 47.000. Aber dafür keine Widerstände. Ist jedenfalls gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber meine Waffe, die vermisse ich jetzt schon. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Das ärgert mich sowas von, das glaubt ihr gar nicht. Mich das ärgert, dass meine Waffe weg ist. Und ja, hier stauben seht gar nicht so laut. Ich Gefecken und Geblingen und alles mögliche. 10 FPS vor allem und das leckt halt mal hier gehen. Krass. Also ich hoffe, die Aufnahme, also wenn ich es bei YouTube hochlade, also wenn du es ja, ich weiß nicht, ob ich halt nur 50 FPS treffen soll. Oh oh. Geh ich mit dem Kuh? Wahrscheinlich wieder 30, sonst wird es dann wieder zu groß mit dem Hochladen. Ich warte da so schon 2-3 Stunden. Vor allem hätte ich jetzt ein Facecam. Also ich hätte ja eine Webcam, aber nee, mach schnell. Ist die Webcam ist eh scheiße für Qualität und alles, das kannst du ja vergessen. Ich habe mir ja gerade die Nase gekratzt mit der Maus in der Hand und schon die Taste gedrückt gehalten. Das sah schon lustig aus. Nein, okay. Hui. So, ein Erwürger. Ich nehme halt alles auf, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Weil ich Gold brauche. Genau. Ja, die Selbstmord-T-Shirt, da bin ich auch schon so oft verreckt dran. Glaubt mir kein Mensch. Kein Mensch glaubt mir das. Die Dinger verfluchen und diese Axt-T-Shirt eigentlich auch. Wenn die einmal an einen rankommt, ist man super tot. Das ist schon scheiße. Was ich schon geil fand eigentlich, jetzt mal wieder zu Kronk rüber zu schwenken. Ich mache ja auch etwas Werbung bei ihm. Was mir eigentlich leid tut, ich wünsche da etwas schlecht, sage ich mal, wenn ich dann Werbung bei jemand anders machen muss und seine Zuschauer belästigen tue. Also wenn ihr das seht, dann werden wir wahrscheinlich gerade die Werbung gesehen haben oder gelesen haben. Aber ja, tut mir auf jeden Fall leid dafür. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst an Klicks kommen soll. Das heißt, ich will an Klicks kommen, ich will eigentlich nur Leute finden, die mich gut finden, wie ich das mache, wie ich spiele oder aufnahmemäßig alles mache oder was ich halt so dummes von mir gebe. So, also es gequatscht alles. Oh, 1000 Gold, geil. Kann ich mir dann demnächst eine neue Waffe kaufen für eine Million oder was. Ja, das finde ich dann halt, naja, ist halt so blöd auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Achso, um wieder noch zu Kronk, genau, ja. Kronk hat ja auch Let's Play die auch frei gemacht, wo ihr die ganze Story auch bauen könnt, wenn ihr wollt, oder fast die ganze Story. Teil haben sie ausgelassen, weil es echt too much war dann. Aber wenn ihr das LP noch nicht kennt, ich fand es sehr unterhaltsam, das kam ja raus, das Spiel. Ich hatte es schon vorbestellt gehabt. Und Kronk hat es glaube ich einen Tag vorher gehabt, oder wie das war. Huch. Ja. Okay. Ja, oder ein paar Tage vorher, oder gleich zum Dings. Ich weiß gar nicht, wie das war. Auf jeden Fall, ja, fand ich das eigentlich ganz nice. Glaube ich mal. So das LP gucken, gleichzeitig hier zocken. Fand ich sehr schön. Aua. Scheiße. Ah, endlich hab ich diese Scheiße. Ja, ich sag auch mal Scheiße wurde mir auch schon mal als Kritik angemerkt. Bei Kronk sagt das komischerweise niemand, dass er zu oft Scheiße sagt. Da gibt's ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Minecraft, da gibt's so einen Zähler, so einen Schimpfwortzähler, das tue ich jetzt nicht aufnehmen. Auch wenn ich jeden Cent bräuchte hier, jedes Goldstück. Aber dann steht da, weiß ich, 80 mal Scheiße. Mineralien hoch und zweimal oder ach, das ist alles. Müsst ihr mal schauen, Kronk, Schimpfwörter oder irgendwie sowas. Schimpfwortzähler oder. Keine Ahnung, irgendwie sowas war das jedenfalls. Ja, komm halt die Fresse, Asmodan. Ja, Asmodan ist eh mein
Hassgegner, gerade mit Mage, finde ich. Du musst ja dann zocken, ne? Also Asmodan killen, hauen wollen. Und dann folgt man halt an diesem komischen Todzeug, an diesem schwarzen Zeug halt. Kann da zwar ausweichen, aber es ist schon etwas schwerer auf jeden Fall. Ja. Warum tue ich eigentlich nicht von neuem anfangen, gleich frei das Mächen? Ganz einfach, Endgame ist geiler. So, das ist der erste Punkt. Zweitens, jetzt bin ich voll Überleitung, ne? Das zweite wäre eigentlich, ja, den Anfang kennt eigentlich jeder. Also, beziehungsweise haben schon sehr viele gemacht. Und da wollte ich das halt auch noch nachmachen, sag ich mal. Oder, ne, es geht ja manchmal darum, gerade Spiele, die halt noch nicht so oft gezockt wurden, zu Let's Playen, damit man halt etwas mehr Aufsehen erregt, sag ich mal. Also wenn jetzt zum Beispiel Punkt 4 irgendwas freizockt oder irgendwas anderes, ne? Ist ja hier scheißegal, oder Pindokino zum Beispiel. Das war das letzte, ich weiß. Fand ich übrigens sehr lustig. Mit Facecam und allen. Aber ja, dann hat man halt gleich, wenn die dann. Ja, komm, ja schon. Wenn die dann das Pindokino suchen im YouTube, dann. Ja, eigentlich hat das gar nichts damit zu tun, was ich mache. Dann kommt als erstes Gronkh und dann gucken alle Gronkh und die anderen werden halt nicht angeguckt. Finde ich eigentlich dann nicht so toll, aber... Ja, ich weiß nicht, wie ich das dann nennen soll. Diablo 3 Inferno. Let's Play Diablo 3 Inferno oder irgendwas. In der Richtung. Ich bin jetzt nicht mega gut oder was, muss ich ja zugeben. Also, nett, dass ich jetzt hier super da... Okay, tot. Ach nee. Nicht, dass ich jetzt hier der super Pro-Gamer sein will oder bin oder das behaupte. Ich mach mal hier den hier. Dann mach ich mal den hier. Dann kann ich gleich mal verkaufen und mich TP'n schnell. Das lasse ich dann mal gleich im Inventar, damit ich schnell alles verkaufe. Ja, will ich jedenfalls nicht so machen, sag ich mal, so, und nicht sagen, dass ich jetzt hier der beste LPer bin oder bester Diablo 3 Spieler. Und wenn ich jetzt hier irgendeinen Scheiß verkaufe, der wertvoll sein sollte, nehmst du nicht übel, ich will hier ein bisschen Zeit sparen bei den Let's Play an Verkaufen und alles. Weil das halt dann schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, jedes Item groß anzugucken und dann zu überlegen, ja, ist es wertvoll, könnte es wertvoll sein, ach, stoß erstmal in die Kiste und bla bla bla, finde ich dann nicht so toll. Also will ich euch nicht antun, weil das echt ein bisschen nervt, denke ich. Und ich hoffe, wirklich, also ganz doll hoffe ich, dass ich nicht zu leise rede oder das Spiel noch zu laut ist oder irgendwie andere Einstellungen falsch sind. Würde mich auf jeden Fall sehr stören. Nehmen wir das Gold noch mit. Cool, schon wieder 144.000 Gold. Krass. Und dieser Pilot hat nur 33.813 Leben. Und ich mit meinen 47.970 Leben verrichte jetzt tausendmal öfters. Ja, ist klar, der hat wahrscheinlich Widerstände und ist auf Damage und Lebensdiebstahl bestimmt. What the fuck? Gedingst. Fallen ist hier so ein komischer Fett los. Ist auch so ein Gegner für sich, sag ich mal. Das ist ja... Hatte ich ja schon mal. Da war dann... ich weiß noch, was das war. Da war dann... Wir kamen dann dort rein in den Raum, ins nächste Level, oder wie das war. Das war auch hier in der Bastion. Das war fantastisch. Ups. Mit eurer Hilfe dann kamen wir in die Bastion und dann waren gleich mal dieser special große Bossgegner und dann noch 3-4 Ads. Danke, ja bitte. Und dann ist man halt gleich gestorben. Ja, ich guck mal ganz kurz hier. Weil manche Sachen, also vor allem goldene Sachen, ja kein Haltbarkeitsverlust, ist auch nicht verkehrt. Sind halt doch ein bisschen wertvoll und wenn ich das dann für 200.000 Gold verkaufen könnte, hätte ich ja gleich genug Gold, um mir eine vernünftige Waffe zu kaufen. Die ist jetzt wirklich nicht die beste. 2500 DPS wären geil eigentlich, so Einhandwaffen, 1500 DPS mit Lebensdiebstahl, Intelligenz und allen. Und hier war glaube ich ein Goppi. Krass, wie viel Zeug hier rumliegt.
krasse Scheiße. Und ja, mal schauen. 700 DPS, viel zu wenig eigentlich. Ja, das hatte ich ja schon. Okay, weiter geht's. Tun wir noch das aufnehmen. 152.000 Gold, wow. Hier ist noch ein toter Gardist. Ich würde ja gerne annehmen, aber ich will noch das Gold einsammeln. Ich hoffe, Pilot tut das nicht gleich annehmen. Okay, hat angenommen. Aber ich glaube, war eh nichts mehr. So, jetzt gehen wir mal hier hin und tun mal Let's Fail Boss.